und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren schaurigen, gruseligen Runde in Gotham Knights. Wir sind immer noch in Arkham. Und erkunden ein bisschen die Irrenanstalt, beziehungsweise finden einen Weg in den Turm. Alte Oszilloskope. Cool. Menge Daten. Was hat Talia hier getrieben? Ich hab keine Ahnung. Ich muss erst die richtige Frequenz finden. Und wie mache ich das? Ah, Moment. Okay, du musst... Na also. So. Du musst... Nee. Ah, okay, alles klar. Du musst so hoch... Ah, okay. Ja, jetzt habe ich es verstanden. So, du musst dann wie hier rechts das Orangene nochmal. So. Und du, mit dem Blauen, musst so geschwungen sein. So nicht. Wie jetzt? Habe ich schon gemacht. Jetzt bin ich aber irritiert. Okay. Du musst jetzt... So. Du musst so geschwungen sein. Okay, das heißt, ich muss jetzt hier auf dem Monitor zuerst das linke. Und das linke ist das hier. Okay. So, jetzt muss ich das zweite. So, und das zweite ist, das müsste das hier sein. Okay. Und jetzt brauche ich nämlich das hier mit dem roten Kabel. Und das gehört, kommt hier hin. So, und jetzt brauche ich nämlich das rechte. Muss das hier sein. Ja, das war's. Damit wurden Schalltests an den Freiwilligen durchgeführt, um sie zu kontrollieren. Das Geräusch kam aus dem Labor. Nicht, dass wir jetzt was Falsches gemacht haben. Glockenturm hier. Daten sind gecheckt. Dann siehst du, was ich gesehen habe.
Talia hat eine Lazarusgrube. Langstrom hat ihr den Weg geebnet. Ganz recht. Aber wo ist die Lazarusgrube? Sicher in der Nähe. Direkt unter Gotham. Der Tank! Oh nein. Jetzt schon? Krass. Alfred? Wie bin ich? Wissen Sie, Sie sollten mit diesen Verletzungen besser nicht kämpfen. Chaos in Gotham City nach einem weiteren brutalen Angriff im Robinson Park. Nach Berichten über fliegende Wesen, die in der Stadt wüten, bittet die Polizei, Ruhe zu bewahren und zu Hause zu bleiben. Ich muss da draußen kämpfen. Die anderen sind auf Patrouille. Wenn sie soweit sind. Das bin ich.
Ich habe mich bewährt, als du mich trafst. Als ich Bruce' Identität erkannte. Und Dix. Ich habe gelernt, ein Held zu sein, indem ich einem Helden diente. Ich war der Robin, den Batman brauchte. Nach allem, was passiert ist. Bin ich der Robin geworden, der ich sein muss. Sie wissen sicherlich schon, was getan werden muss. Talia versteckt unter der Stadt eine Lazarusgrube. Sie denkt, dass sie gewinnt. Ich muss sie leider enttäuschen. An der Tafel stehen neue Informationen. Ich bin live vor Ort bei einer Sichtung der seltsamen Wesen, die Gotham plagen. Die Polizei bittet die Bürger, in ihren Häusern zu bleiben, bis sie identifiziert... Was ist das? Es scheint weg zu sein. Zurück zu unserem Bericht. Versteckst was vor uns, Drake? Vielleicht Drogen oder Plutonium. Ich meine, er ist ein Teenager. Ein Schachspiel? Das kenne ich doch. Ist das von Bruce? Ja, yep. Handgemacht. Die Springer haben Fledermausohren. Sieh dir das an. Fledermausohren. Ich habe es aus Wayne Manor. Klar, war gefährlich, aber ich war vorsichtig. Keiner hat mich gesehen. Viel Risiko für ein Schachspiel. Alles, was wir aus dem Manor geborgen haben, gehörte Batman. Ich fand, es fehlt was von Bruce. Genau. Ja, das war natürlich jetzt ein kurzer Kampf gegen Man-Bat. Aber besser einfach als schwierig. So wie Clayface. Okay. Man-Bat. So. Gegen den müssen wir dann jetzt auch kämpfen. Ja, sollen wir das einfach mal tun? Obwohl... Nee, wir machen was anderes. Wir haben immer noch nicht mit Mr. Freeze abgerechnet. Genau. Empfohlene Stufe 21 bis 24. Und wir sind jetzt 23. Das Blackgate-Gefängnis wird angegriffen. Es sind die Regulators. Sie wollen Freeze befreien. Wir brauchen alle verfügbaren Einheiten. Wiederhole, alle! Wir haben nicht viel Zeit. Mit der Drohne erreichen Sie das Gefängnis schneller.
Regulators sind in das Gefängnis eingedrungen und marschieren zu Freeze' Zelle. Die Wärter sind in jeder Hinsicht unterlegen. Die Hölle bricht aus. Mir läuft die Zeit davon. Hallo zusammen. Ich heiße Robin. Auf dem Weg. Perfekter Angriff auf. Mach ich denn bitte perfekte Angriff? Du hast keine Chance! Haha. Die Regulators haben die Wärter echt umgenietet. Haare, es ist so kalt. Es ist so kalt. Ja, da hätte ich auch breit durchgepasst. Glockenturm, was Neues von Freeze? Er ist noch in seiner Zelle, aber die Regulators kommen immer näher. Dann habe ich nicht viel Zeit. Deaktiviert. Hast du den Schuss gesehen? Der Wärter wollte mich töten und dann, zack, Hände eingefroren. Ja, hab's gesehen. Ich bin wie Freeze. Wer sich mit mir anlegt, wird vereist. Na, glaube ich nicht. Ich hätte die Säge nehmen sollen. Die mache ich aber auch vorher. Das hast du wirklich schlecht geplant. Aber schon was von schlecht. Komm ich an den ran. Ah, der aktiviere Geschützturme. Das kriege ich hin. Bleibt's auch wegen mir drin. Wie komme ich zu Freezes Zelle? Man kann die Tür wohl nicht einfach so öffnen. Ich glaube nicht. Angeblich funktioniert der Scanner nur mit seinem Abdruck. Ich würde dir unter keinen Umständen helfen. Auch jetzt nicht. Dann wird Robin kreativ werden müssen. Ich kann seinen Handabdruck sicher rekonstruieren. Ich muss nur Dinge finden, die er angefasst hat. Diese Spur passt zu den Stiefeln, die die Blackgate-Wärter tragen.
Das Muster sollte mir verraten, wo er hingegangen ist. Ja, folgen wir doch einfach mal. Glockenturm, ich habe zwei Überlebende im Kontrollraum. Einer braucht Hilfe, um rauszukommen. Verstanden. Ich werde Montoya darüber informieren. Ah, die Kaffeetasse. So geht's. Kaffeetasse habe ich. Ah, ja, direkt vor meiner Nase natürlich. Robin. Muss mir hier selbst helfen. Ich möchte da jetzt eigentlich... Nee, da komme ich nicht lang. Klopf ruhig, du kommst eh nicht raus. Wie komme ich jetzt hier hoch? Den Sondereindämmungsraum. Aber wo ist? Danke, alles klar. Ich hole dich mir, Trottel. Häftling, Luca Bianchi war ein Vollstrecker der Falcones. Wüste gerade eine 10-jährige Hauptstrafe wegen Entführung zum Beispiel. Er muss vor weniger als einer Stunde gestorben sein. Natürlich nicht. Ich komme nicht zu der Kiste da oben, ne? Ah, vielleicht später. Gott, nee, 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 nee.
Scheiße, damit bist du raus. Definitiv. Diese Explosion klang beachtlich. Was war das? Gerne diese Truhe, genau diese. Dankeschön. So, jetzt erreichen wir doch mal die Zelle von Mr. Freeze. Aber bevor wir jetzt wirklich die Zelle erreichen, machen wir hier einen Cut. In der nächsten Folge geht's weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, dass ich euch in der nächsten Folge auch begrüßen darf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.